Mark Eggers und Co. So wird charmant belästigt. Ich habe ehrlich gesagt ganz, ganz lange kein Saschka-Video gesehen. Ich habe das auch mal erklärt, wieso. Saschka hat sich mal politisch geäußert und das war eine absolute Katastrophe. Und auch super inkompetent, also mega krass inkompetent. Die hat mal eine AfD-Aufarbeitung gemacht, wo sie gesagt hat, dass die ja nur ein paar rechte Spinner drin haben. Also es ist, eine absolute Katastrophe gewesen. Das Video gibt es auch immer noch. Ich glaube aber, dass ich es das Thema interessant finde. Mal schauen. Auf YouTube stolpert man über viele Videos dieser Art. Mark Eggers und viele andere zeigen, wie cringe YouTube sein kann und welches RTL 2-Niveau YouTube mittlerweile erreicht hat, nur mit dem kleinen Unterschied, dass bei RTL 2 die Leute wahrscheinlich eine Aufwandsentschädigung bekommen haben und auf YouTube sie eher sogar ganz komisch geküsst werden. Oh nein, und jetzt, was erwartest du, einen Kuss? So stellt sich mir die Frage, welche Daseinsberechtigung hat dieser Unterhaltungsgrad auf YouTube und dürfen diese Grenzen wirklich überschritten werden? Ihr merkt schon, ich bin die Jugendschutzbeauftragte, nach Ron Bielecki kommt es noch dicker. Vulgäre Fragen, Männer, die Sexualität für Klicks nutzen und primitive Anmachen vor der Kamera. Nein, ich rede nicht von Aaron Troschke. Hallo Freunde der Sonne und herzlich willkommen zu... Es geht in diesem Video nicht penetrant darum, Leute irgendwie fertig zu machen oder irgendwie sauer zu sein, sondern es geht darum, mal zu hinterfragen und zu sagen, Leute, ist das wirklich okay? Oder gibt es da doch eine Perspektive, die ein bisschen fragwürdig ist? Und deswegen habe ich mir das Beispiel 1 genommen. Viele werden ihn wahrscheinlich aktuell kennen, denn es gehen diverse Videos dieser Art rum. Wahrgenommen wird er zumindest in den Kommentaren als sympathischer Dude, der frech und charmant ist. Welcher auf eine freche Art und Weise Antworten entlockt, die man normalerweise nicht... Wir haben auch schon mal ein Mark Eggers Video gesehen. Da ging es aber nicht darum, zeig mir bitte, wie du Zungenkuss machst, sondern da ging es darum, dass er gefragt hat, wie viel verdienst du im Monat oder wie viel hast du auf deinem Konto? Sowas war das. Und das war eigentlich okay. Ist ein bisschen cringe und er zieht sich ein bisschen zu weird an. Er sieht auch ein bisschen aus wie die tatsächlich real gewordene Meme-Version des Giga-Chats. So ein bisschen sieht er aus. Ich habe jetzt alles andere von wegen, ich bin in der Straße unterwegs und rede mit Frauen über meinen Schatz. So, das ist nicht, weiß ich nicht, das finde ich auch weird. So, das ist merkwürdig, aber... bekommen würde. Wie heißen die beiden? Haben noch keine Namen, du kannst ihnen gerne ein paar Namen geben. Seinem Engagement haut er immer wieder Content raus, wo massiv viele Brüste zu sehen sind, nackte Frauen oder mein Favorit, Besoffene. Oder wenn es ganz gut läuft, beides. Warte mal, ist das Toss-Safe? Hat Drakon das schon, Drakon ist ja unser Twitch-technischer Vorkoster aufgrund der Streaming-Zeit jetzt auch. Der ist ja morgens um 8 schon live, hat ja nicht alle Tassen im Lattenzaun, ne? Aber hat er schon durchreagiert, okay, alles klar, Digga. Gut, alles klar. Absturzstory. Schnell, langsam wird schwer. Ich hab keine. Nö? Ich hab noch nie von Alkohol gekotzt. Luna? Kenne mich nicht. Ich kenn dich. Ja. Es werden wieder Mütter oder abgekürzt EWWMG. Oberbegriffe wie beispielsweise Sex, One-Night-Stand oder irgendwas anderes Sexuelles zieren den Kanal und geben so Content wieder, bei dem man nicht viel nachdenken muss. Es ist also Unterhaltung und natürlich hat Unterhaltung seine Daseinsberechtigung auf YouTube. Aber genauso wie bei Ron Bielecki stellt sich hier die Frage, wie weit darf diese Unterhaltung gehen und wie weit darf sie toleriert werden? Ich habe mir also viele, sehr, sehr viele Mark Eggers Videos angeschaut. Erstmal mein Beileid bitte. Niemand sollte sehr, sehr viele Mark Eggers Videos schauen. Ich weiß, dass er mal obdachlos war. Ich weiß, dass er gerne in Darkrooms geht und dort Geschlechtsverkehr mit verschiedenen Leuten hat und dabei mal erkannt wurde. Dazu muss ich sagen, ich weiß es leider. Und ich weiß... Ich weiß auch nicht, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß auch nicht wirklich, warum so eine Information irgendwo relevant ist. Ne? Es gibt einfach Dinge, die ich nicht verstehe. Ich verstehe nicht, warum man sowas sagt und warum man sowas mit irgendjemandem teilt. Und ich verstehe nicht, wieso man Bilder von Steinen aufhängt. Das verstehe ich auch nicht. Was soll das? Einfach eine fragwürdige Designentscheidung? Keine Ahnung. Sind das besondere Steine? Kennt man die persönlich? Keine Ahnung. Alles so Dinge, die ich nicht kapiere. Ich weiß, dass Marc auch anscheinend eine Vorliebe für Mütter hat, wie ungefähr alle aus dieser Branche. Natürlich alles mit einem Augenzwinkern. Was mich jedoch wundert, ist der seltsame Umgang mit hauptsächlich
Frauen und nenne mich altmodisch, aber ich finde es nicht okay, wenn ein wildfremder Mann eine Frau auf den Mund küsst, wo man offensichtlich merkt, dass die Frau überrumpelt ist und vor allem alkoholisierend. Ich bin gerade da drin und ich so, ich kenne dich. Ich bin gerade dabei, die Anmoderation zu machen. Wir sind gerade da. Oh, bist du außer Atem? Ja. Hattest du gerade noch ein erotisches Atem? Ich bin gerade durch den ganzen Bierkönig gelaufen. Wirklich? Ja. Oh nein. Und jetzt, was erwartest du? Einen Kuss? Da ist er doch, Mensch. Ich wollte. Des Weiteren darf man natürlich den unangenehmen Körperkontakt nicht vergessen. Setz mich ran. Jetzt kommt er, pass mal auf hier. Jetzt kommt er. Hier, das ist der Eggers, den wir kennen. Bisschen ran an die Banane hier. Guck mal bitte einmal ganz kurz. Das ist nämlich den, den ich immer. Frauen klären auf der Reeperbahn. Oh Gott, Alter. Das ist nur meine persönliche Meinung. Digga, das Video heißt Frauen klären auf der Reeperbahn, Alter. Und vielleicht wollte diese Frau das auch. Oh, Digga, wirklich? Wirklich, Diggi? Aber auf mich wirkt es eben so, als wäre sie sogar peinlich berührt. Vor allem, weil da auch eine Kamera davor ist. Und wie gesagt, an dieser Stelle, ich weiß nicht, wie normal das ist, seine Genitalien an einer Wildfremden zu reiben. Oder ist das für euch normal? Also Leute, geht doch einfach mal... YouTube-Kommentare in der Nutshell als Rechtfertigung dafür. Jetzt hab dich doch mal nicht so, das ist ja alles auch irgendwie nur Spaß, ja? Ist ja nicht so, dass die dazu gezwungen werden. Oh, Diggi, nee, Diggi. Auf die Straße und tanzt wildfremde Mädels mit eurem Penis an. Belästigung? Nein, das ist was anderes. Nein, nein, nein. Natürlich bleiben die cringigen Sprüche auch nicht aus. Da, oha! Ein kleiner ist da. Ein Schluckspecht ist deine Freundin. Dieser Sub klärt keine Frau. Wenn sie eins kann, dann ist es. Kostenlos. Ja. Habt ihr auch so Bock auf einen Dreier wie ich? Boah, klar, Alter. Ja, immer, ja. Immer mit der. Hi. Ah, rate mal. Ah, warte mal. Boah. Wenn du es richtig errätst, gibt's einen Kuss. Aber die brauche ich nicht, aber ich will trotzdem wissen. Ich meine, kennt ihr diese Zusammenschnitte von... Digga. Oh, nee, ey. David Letterman, wo auf eine unangenehme Art und Weise Frauen herabwürdigt und ihnen sehr nah kommt und das sehr, sehr unangenehm ist. Can I just do one thing? What? I just want... Und wenn man sich das Gesamtbild von Marks Kanal anschaut, kann man sich nur logisch zusammenreimen, wie er denn die Klicks generiert. Brüste. Die heißen wirklich Mimi. Wie heißen die beiden? Haben doch keine Namen. Du kannst ihnen gerne ein paar Namen geben. Ja, Ron und Mark. Nacktheit, vulgäre Titel und nebenbei promotet er auch noch sein Haargel. Ich meine, auf welcher Basis? Nur weil er Haare hat? Wenn man sich die Kommentare... Nee, weil er ein schmieriger Typ ist. Mark Eggers ist nämlich so ein schmieriger Typ, seine Schmiere wird gesammelt und das wird dann als Haargel abgefüllt. Haare ansieht, ist der Aufschrei natürlich groß. Nee, warte mal. Ganz im Gegenteil. Die Leute lieben es. Die feiern Mark. Die finden das total cool. Denn Mark ist doch einfach charmant. Der ist frech. Leute, komm, das bisschen, ey. Das ist doch nicht schlimm. Aber eine andere Frage. Wenn Aaron Troschke, welcher ja sowieso komplett fragwürdig ist und der ebenfalls junge Frauen unnötig auf das Äußere reduziert. Ist schon ein lecker Mädchen geworden, die Sascha. Wenn also Aaron... Die Sascha, die ist ja erwachsen geworden, ne? Und Troschke neben seinen Sprüchen noch anfangen würde, wildfremde Mädels zu küssen. Wie cool würdet ihr das eigentlich finden? Wären die Menschen dann auch so entspannt und würden dann sagen, ja, das ist der Aaron. Der ist halt frech. Der ist charmant. Egal. Kann er doch ruhig ein paar Mädels küssen. Oder ist das jetzt die Ausnahme bei einem Mark Eggers? Schieß mich mal ab mit dem Armor-Fight. Schieß mich ab, Junge. Ich bin noch Single. Oh, ich bin in love. Ich bin in love. Wo kann man hier pissen gehen? Was ich persönlich... ich gerne wissen würde, ist, inwiefern er wirklich für jede einzelne Person... Ich bin mir ziemlich sicher, dass die...
Wahlaufklärung in Deutschland Gott sei Dank so hoch ist. Ansonsten, wenn diese Sendung in Amerika stattfinden würde, würden diese ganzen Mädchen nach Hause gehen und sagen, Mama, Mama, ich habe heute einen Jungen geküsst, ich glaube, ich bin schwanger. Eine Genehmigung hat in seinen Videos. Beispielsweise diese Mädels. Wer bist du? Ich bin Marc Eggers. Echt jetzt? Ja. Krass. Ich will nicht in dem Video sein. Sie wollten nicht in sein Video. Das hat sie eigentlich auch in diesem Video gesagt. Vielleicht hat er sich die Genehmigung nachträglich eingeholt oder er war so, ja okay, das weiß ich natürlich nicht. Aber wenn man so viele Besoffene interviewt, glaube ich nicht, dass man von jedem eine Unterschrift kriegt, dass das wirklich in Ordnung ist. Hier allgemein die Frage, warum muss man denn überhaupt so viele Besoffene in sein Video reinnehmen? Natürlich, weil es Klicks bringt. Aber natürlich ist das eine Demütigung von Betrunkenen, weil sie immer irgendwas Dummes sagen werden oder irgendwas Dummes machen werden. Ja, aber da muss ich ganz ehrlich sagen, also das verstehe ich den Punkt, aber da muss ich ganz ehrlich sagen, wer sich komplett die Hacke gibt, verdient auch, dass man eine Kamera auf ihn richtet, damit man sieht, was man sich zum Affen macht, Digga, damit man nie wieder was trinkt. Da habe ich eher so ein abschreckendes Ding. Vielleicht zeigt man den ganzen Leuten da draußen auch mal, was man eigentlich für ein abgefucktes Stück Scheiße ist, wenn man Alkohol trinkt. Ich weiß, ein bisschen schwierig, Digga, besonders in hohem Maße. Alles klar. Vielleicht schreckt man damit auch keinen mehr ab, weil das ja irgendwie cool dargestellt wird. Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ich verstehe auf jeden Fall den Kritikpunkt, würde das unterstreichen. Jeroen Bielecki. Hier ein Tornado. Entzündet den Tornado? Perfekt. Tornadisiert! Ja! Wir haben mal eben gesagt, dass man vielleicht jemanden betrogen hat. Schon mal in einem Video von dir. Echt? Was hast du gesagt? Ja, dass ich niemals fremdgehen würde. Ups. Oh, und nebenbei machen wir natürlich... Ups. Noch eine Klagwerbung. Dieses Thema Versicherung ist einfach irgendwie nervig. Ich kenne mich damit auch nicht gut aus. Man hat immer keinen Bock, sich zu informieren. Aber da kommt Clark ins Spiel. Oh ja, jetzt habe ich hier wirklich Aaron Troschke-Vibes. Clark! Und die ganzen Sachen, die daneben passieren, die brauche ich nicht erwähnen. Ist doch alles gut. Ich bin gerade auf Malle und Clark hat mir die Reise ermöglicht. Was interessiert mich das, was ihr daraus macht? Oh, nebenbei, kauft mein Haargel. Im Internet steht, dass Marc 35 Jahre alt ist. Aus Spaß sagt er dann, dass er 22 oder auch mal 27 ist. Wie alt bist du? Ich bin 22. Genau mein Alter. Wie alt bist du? Auch 22. Nein, nein, nein. Glaubst du nicht. 27 geworden. Ja, dann super. Danke. Perfekt. Ja, passt. Natürlich alles. Es ist wirklich der fleischgewordene Gigachat, Alter. Einem kleinen Augenzwinkern. Und das ist natürlich dann so lange lustig, bis man dann vielleicht eine Minderjährige küsst. Und die findet das vielleicht gar nicht lustig, dass ein Mitte-30-jähriger Mann einen auf Pickup-Artist macht und Mädels vor der Kamera blamiert. Ja, aber es ist doch einfach nur eine charmant freche Art. Sagt nichts gegen Marc Eggers. Ich finde den so cool. Übrigens, das mit dem Pickup-Artist ist gar nicht so weit hergeholt. Denn Marc zeigt einige Parallelen auf zu einem Typen, der vor 4 Jahren seinen Durchbruch hatte mit Titeln wie Ich kann das nicht laut aussprechen. Und Marc gibt natürlich auf eine sympathische... So wollen Frauen verführt werden. Wie spreche ich eine Frau an? Die wichtigsten Tipps. Freche Art und Weise auch einige Tipps. Doch hier zeigen sich meiner Meinung nach mehrere Probleme. Demütigung gegen Klicks. Habt ihr auch so Bock auf einen Dreier wie ich? Boah, klar, Alter. Besonders Betrunkene haben weniger Probleme damit, gefilmt zu werden, da sie drunk sind und machen deshalb auch seltsame Aussagen unter Alkoholeinfluss. Mein Lieber, wie geht's uns denn heute? Was man in seinem Privatleben macht, ist natürlich eine Sache. Aber inwiefern der Arbeitgeber, Freunde, Familie, dein Partner das richtig gut finden, was du in den Videos von Marc Eggers sagst, das ist natürlich eine andere Frage. Was ist im Bett ein absolutes No-Go? Was machen die Männer falsch? Also, jetzt kannst du mal abrechnen mit den ganzen Männern. Orgasmus vortäuschen. Als Mann? Ja, klar, gibt es. So im Mund, ich hab nichts geschmeckt, oder was? Nee, unten natürlich. Kommt nichts raus. Ja, er so, oh ja, und es kommt nichts. Und dann siehst du dich im Video von Marc Eggers und hörst dich sagen, ja. Wenn sie eins kann, dann ist es... Gut, sie ist gut schlucken. Ja. Zweites Problem, welche Außenwirkung hat das auf die Zuschauer? Und das, oh, das ist schon nicht so geil, Digga. Das ist natürlich die Frage, die man sich immer stellt. Immer, immer, immer. Wie gesagt, es ist in Ordnung, es ist Unterhaltung. Ich verstehe manche Unterhaltungssachen, ist ja kein Problem. Ich bin ja auch kein Spießer. Okay, jetzt wirklich gerade wie ein Spießer. Aber ist mir scheißegal. Nur in seinen Kommentaren wird Marc praktisch als Gott gefeiert. Der einem nicht nur den Tag versüßt, sondern der einem auch zeigt, wie man Frauen ganz locker easy anspricht. Und dass anscheinend alle Frauen auf Marc
abfahren. Was natürlich nur die Highlights sind, ne? Ich bin mir sicher, da gibt es sehr, sehr viele Aufnahmen, wo die Frauen gar nicht erst auf ihn eingehen, wo die an ihm vorbeigehen oder wo die vielleicht sagen, dass er sie in Ruhe lassen soll. Denn sowas kommt ganz normal vor. Das ist wie bei den Couple Goals. Ihr seht nur das Beste von denen, aber nicht die Sachen dahinter. Und so kommt Marc daher mit seiner charmanten Art und klärt die Frauen. Klären. Was erwartest du, einen Kuss? Da ist er doch. Und die Leute denken, oh, guck mal, wie einfach das sogar geht. Und im schlechtesten Fall versuchen sie das dann selber, indem sie vielleicht einfach wildfremde Frauen auf den Mund küssen. Aber Marc Eggers ist ja nicht das einzige Beispiel für cringige Straßenumfragen. Denn wenn wir dann einfach mal ein bisschen weiter von ihm weggehen, kommen wir in... Ja, da ist eine ganze Bubble drum entstanden wahrscheinlich, ja, weil es so erfolgreich ist. Immer wenn was erfolgreich ist, kommen so Bubbles raus. Marc Eggers ist wahrscheinlich aus dieser Wie viel ist dein Outfit wert Bubble gekommen und hat dann so Umfragen gemacht und aus diesen Umfragen sind dann ganz viele parasitäre Kanäle entstanden. Eine Ecke von YouTube, die wirklich gruselig ist. Ja, es geht noch gruseliger als die HG-Werbung und Clark-Werbung von Marc. Hier geht es um Live-Tinder, Box-Ansagen und wie man Chayas klärt. Ich habe das wahrscheinlich so deutsch wie möglich ausgesprochen, aber ehrlich gesagt ist mir auch scheißegal, weil ich das überhaupt nicht cool finde, wenn in einem Thumbnail steht, wie man Chayas klärt. Dieses Extrembeispiel zeigt, wie schlecht mit der Privatsphäre umgegangen wird. So ist hier die Challenge, vor laufender Kamera Frauen rumzubekommen. Oh, sorry, ich meine Chayas. Du bekommst einmal Mikro, versuchst eine zu klären. Digga, was für Opfer einfach. Hashtag Prank. Hashtag Frankfurt. Alles klar, Kollege. Digga. Okay. So, geht doch mit links, Junge. Das ist doch gar kein Problem. Ist kein Problem. Ich hab nur, ist kein Problem. Ich habe heute meine Puffy-Jacke an. Hashtag Puffy. Ey, ich sag euch ganz ehrlich, ich bin sehr froh, dass ich mich in dieser Schmutzbubble nicht bewege, ja. Mit diesem Abschaum von YouTube habe ich keinen Kontakt, aber es ist sehr, sehr weird, es zu sehen. Und man sieht solche Thumbnails auch immer wieder in Trends, in YouTube-Trends und so. Naja. Hey, habt ihr das gehört? Sag mal nochmal. Das sind das Essenshuhnen auf der Jacke. Das lege ich vor Kamera flach. Und sie werden öffentlich gezeigt und im nächsten Moment werden sie zensiert, weil sie es wahrscheinlich doch nicht in Ordnung fanden. Also so ein ganz komisches Zensurding, wo man die eigentlich schon von vornherein gesehen hat und das auch anscheinend nicht hinterfragt wird. Das ist eben das Ding auf YouTube. Viele wissen wahrscheinlich nicht, welche Rechte sie haben und was die Schritte und Konsequenzen sind, um sich aus einem Video entfernen zu lassen. Das ist vielleicht den meisten einfach zu anstrengend und sie sehen drüber hinweg. Und genau das kann ich mir auch bei den Betrunkenen aus Marc Eggers Videos vorstellen. Ich kann zwar nicht recht einschätzen, wie alt dieser Mann ist, aber wer sein Content darauf aufbaut, Mädels zum Boxen zu bringen, beziehungsweise sich auch noch Mädels auszusuchen, die am asozialsten reden, das pushen zu lassen und diese Chayas zu nennen, der kann ja nicht älter als 12 im Kopf sein. Doch ist dieser Kult was Neues? Ich meine, das ist genau das, wie Aaron Troschke seine Karriere aufgebaut hat. Die ohne Seife waschen. Nord- und Ostsee. Ja. Mal ein, wo du denkst, wo die Ostsee ist. Hier ist, glaube ich, Nord und hier ist Ostsee. Grenzüberschreitende Sprüche und Lacher dahinter, weil hey, irgendwie muss man ja diese cringige Stimmung auflockern. Und schon feiern es die Leute in den Kommentaren, wenn man eben nicht auf Anhieb etwas weiß und vielleicht nicht ganz so cool reagiert, sondern am besten noch eingeschnappt ist. Außer natürlich dieses Video. Womit, was ist denn die Krim-Krise? Oh, Bro. Das ist das schlimmste Video aller Zeiten. YouTuber, die nicht wussten, was die Krim-Krise ist. Das ist das einzige Video, was ich durchgehen lasse. Mehr nicht. Straßenumfragen dieser Art gab es natürlich schon vorher. Mir fällt jetzt auf Anhieb TV Total ein. Und weißt du, wie der Kanzler der Einheit hieß? George Bush, glaube ich, oder? Nee, wer fällt dir noch ein? Welcher Bundeskanzler? Oh, keiner. Wo Jugendliche oder Erwachsene... Ja, das ist aber auch so... Das ist aber auch so ein False Balancing, beziehungsweise da werden halt genauso wie in diesem Dating-Kram, werden halt Leute so lange angesprochen, bis du 50 Leute gefragt hast und davon waren 3 dumm. Und dann blendest du die 3 Dummen ein und denkst, hä, die haben 3 Leute gefunden und 3 sind voll dumm. Dargestellt wurden und im Nachhinein auch rausgekommen ist, dass ProSieben das bewusst so gemacht hat. Bei mir hat sich nämlich der Sascha gemeldet. Der hat mir nämlich eine E-Mail geschrieben und hat mir gesagt, der ist stinkesauer, weil TV Total mit durchaus fiesen Schnitten und fiesen Methoden etwas daraus gemacht hat, was so nicht der Wirklichkeit entsprochen habe. Boah, fiese Schnittbilder. Das hätte ich jetzt echt niemals erwartet. Krass. Hat das schon mal jemand ein Video drüber gemacht? Der Kult bleibt da. Menschen zu blamieren im Internet, dabei keine Rücksicht darauf zu nehmen, dass sie alkoholisiert sind, dass sie keine Medien
Erfahrung haben. Als auch, dass sie in den meisten Fällen wohl nicht entlohnt werden. 3 plus 3 mal 4. Ich kann kein Mal. 3 plus 3 mal 4. Okay, 3 plus 3 sind 6. Mal 4 was? Mal 4, ja. 3 plus 3 sind 6. Danach mal 4. Rechne ich das danach mit den 6? Nee. Den Hate, den solche Personen, solche polarisierenden Personen, die extra dafür rausgesucht werden, den übersehen wir. Es ist ja alles nur Spaß und hey, im Vergleich 4 Millionen Views, Alter, wie viel Geld ist das? Voll geil. Und das andere, das muss man nicht so ernst nehmen. Das sind einfach nur blöde Leute im Internet. Bis sie dann so ein Video droppen und sagen, dass sie damit nicht einverstanden waren, so dargestellt zu werden. Und dann haben die Leute auf einmal alle Verständnis. Aber diese Art von Videos, da sehe ich kein Problem drin. Da haben die Leute mit Sicherheit ja gesagt. Die wissen auch, wie die dargestellt werden. Denn nicht nur große Fernsehproduktionen tricksen und schneiden das so zusammen, dass Menschen bewusst provozierend wirken und als dumm dargestellt werden. Nein, das Ganze findet natürlich auch auf YouTube statt. Zuschauer nehmen das als leichte Unterhaltung wahr, wenn Frauen asozial reden, irgendwelche komischen Geheimnisse verraten und Männer gröllend durch die Videos laufen und dabei komplett besoffen sind. Wie gesagt, ja, es ist Unterhaltung und es muss nicht immer etwas vermittelt werden. Aber das, was ich aus Mark Eggers Videos oder anderen Videos mitnehme, ist einfach, ja, du kannst einfach zu Frauen gehen, du kannst sie küssen, du kannst ihnen unangenehme Sprüche in den Kopf werfen und dann wirst du noch als charmant betitelt. Aber natürlich geht es auch um Angebot und Nachfrage und diese Videos generieren nun mal enorm viele Klicks. Denn was sich seit Jahren schon hält, ist es, besoffene oder dumme Menschen vor der Kamera zu verarschen. Nur dieses Live-Küssen, das ist mir tatsächlich ein bisschen neu, aber wenn ich gerade so drüber nachdenke, ist es ja gar nicht so neu, denn eine Person hat ja damit auch schon mal seinen Durchbruch geschafft. Sie kommt zu mir von alleine. Von alleine. Mir war einfach nur noch nicht bewusst, dass einem Mark Eggers wirklich so viel Toleranz gegenübergebracht wird. Wenn ich mir die Kommentare ansehe, wow, die Leute lieben sein Dasein und was er mit den Menschen macht, um das nicht nur auf Mark Eggers zu beziehen. Es geht mir natürlich auch um die anderen Videos, denn was man vor allem aus den Videos mitnimmt, ist, wie toll man ist. Oh, ich bin so viel schlauer als die anderen. Ich hab gewusst, wie viele Bundesländer Deutschland hat. Ich weiß alles. Man kriegt ein Überlegenheitsgefühl, wenn man sich einfach dumme Videos anschaut und das spiegelt sich auch in den Kommentaren wieder. Genau, das ist das RTL-Prinzip. Das ist dieses Hartz-IV-TV-Prinzip. Das werden Leute so unheimlich abwerten und auch manchmal wirklich fragwürdig dumm dargestellt, manchmal auch bewusst, dass selbst der dümmste Johannes, der nach Hause kommt und wirklich auch fragwürdig gebildet ist, immer noch sagen kann, ich bin viel, viel, viel besser als die. Ja. Woran liegt das eigentlich, dass beispielsweise ein Mark Eggers total gefeiert wird? Ist es, weil er als attraktiv gesehen wird? Ist es dann in Ordnung? Wäre es beim Aaron in Ordnung? Ist es deswegen okay, wildfremde Menschen mit seiner Intimzone anzutanzen? Was kommt da hier? Das ist der Eggers, den wir kennen. Bisschen ran an die Banane. Hashtag Frauen auch. Geil. Ich meine, nicht mal im Club hat man Bock darauf. Wäre es okay, wenn andere Typen das machen würden? Oder ist es nur bei Mark Eggers okay? Sollen wir Yo Olli wiederholen? So, was ist der Punkt? Solange Zuschauer RTL 2 Content gut finden, wird dieser Content auch weiterhin regelmäßig bestehen. Denn er ist einfach ein Garant für Erfolg. Es ist leicht gemacht, du interviewst Besoffene, du machst da ein paar Sprüche etc. etc. Und dann hast du auch schon ein Video parat. Genauso wie die Leute weiterhin auch Hilf mir, GNTM oder Frauentausch gucken werden. Denn es ist pure Unterhaltung. Denn viele gucken einfach so gerne dabei zu, wie Frauen gegenseitig rumzicken, eine fertig gemacht wird und die andere als Superzicke dargestellt wird. Und so wiederholt sich das jedes Jahr von vorne, dass eine GNTM-Kandidatin ein neues Video droppt, wo sie sagt, dass sie gar nicht so war, wie sie dargestellt wurde. Die Demütigung der Leute vor der Kamera lenkt uns ab, schenkt uns Unterhaltung und lässt uns besser fühlen. Denn wir sind so viel klüger. Und nebenbei kann man mit seiner frech-charmanten Art ein paar Frauen küssen, die das vielleicht gar nicht wollten. Oh, ich bin in love! Ich bin in love! Wo kann man hier pissen gehen? Wie gesagt, zumindest wirkt das so für mich auf den Videos. Was will man mehr? Vielleicht, dass es einfach aufhört, aber es wäre ja auch viel zu schade, denn die Reactions darauf sind ja auch viel zu lustig und generieren viel zu viele Klicks. Vielleicht bin ich ja auch spießig und so könnt ihr mich auch ruhig nennen, ich habe kein Problem damit. Aber vor allem würde ich gerne wissen, was ihr davon haltet und deswegen könnt ihr es mir gerne in die Kommentare schreiben. Und ja, das war ein solides Video, stimme ich fast komplett mit ein. Also eigentlich komplett. Also da muss ich ganz ehrlich sagen, in dieser Bubble bewege ich mich nicht, dass ich da groß andere... Also das ist für mich kein Problem, versteht ihr, was ich meine? Ich habe damit keine Berührungspunkte.